Ich lese das Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung aus dem Verlag Schattauer. Und in Kapitel 5, Genetik, bin ich angekommen in Abschnitt 5.3, Zwillings- und Adoptionsstudien und Antisozialität. Und vorab möchte ich sagen, spätestens hier wird deutlich, dass in dem Buch nur gedruckte Scheiße steht. So, fünfter Absatz. Schließt man Eltern-Kind-Studien aus und kombiniert Zwillings- und Adoptionsstudien, lag der genetische Einfluss bei Punkt 4.4. Der Einfluss gemeinsamer Umweltvariablen bei Punkt 1.3 und der Rest, das heißt der Einfluss getrennter Umwelteinflüsse bei Punkt 4.3. Dies ist das Ergebnis der meta-analytischen Untersuchungen von Rhee und Waldmann 2002. Das war der fünfte Absatz. Es geht dann weiter mit dem sechsten Absatz. So. Da werden übrigens immer Korrelationen angegeben. Deshalb ist das eine Zahl zwischen minus 1 und 1. Die sind frei.